Spiel 5. Moin, Klaus. Hallo, Joko. Grüße aus der Zukunft. Ihr seid gerade in 2024. Was? Da hätte ich ja gar keinen Bock mehr drauf. Hatten wir nicht da die Schlägerei mit Modern Talking? Nee, das war ein Jahr später. Naja, wir wünschen euch viel Spaß beim nächsten Spiel. Wir wissen ja, wie es ausgeht. Wir haben es ja vor 20 Jahren schon gespielt. Wir wollten euch nur schnell ein paar Tipps mit auf den Weg geben. Joko, bringt bitte keinen eigenen Sangria auf den Markt. Das wird nichts. Kauf lieber ein paar Aktien. Klaas, du hast alles super gemacht. Weiter so. Joko und Klaas gegen sich selbst. Vielen lieben Dank an die Zukunft, Joko und Klaas. Und ja, ihr müsst in diesem Spiel gegen euch selbst antreten, allerdings gegen eine jüngere, schlauere und viel, viel bessere Variante von euch. Herzlich willkommen. Hier sind Joko und Klaas Junior. Komm, Joko. Joko Junior, komm hier rüber. So, komm mit zu mir. Komm her. Ihr beide steht auf der Seite. Wie aus dem Gesicht geschnitten, beide. Schön, dass ihr da seid. Wie alt seid ihr? Du bist? 11. 11? Und ich bin 10. 11 und 10. Und passiert euch das häufiger, dass ihr mal, keine Ahnung, wenn ihr zur Arbeit geht, mit den beiden verwechselt werdet? Ja, so manchmal. Ja. Ja, könnt ihr für uns zum Bambi gehen und sowas? Macht ihr, ne? Ist das euer echter Bartwuchs? Das steht euch irgendwie, steht euch da. Das sieht super aus. Das ist so absurd. Ich finde das so großartig. Darf ich mal? Das sieht super aus. Also, ihr spielt jetzt gegeneinander. Und zwar acht Spielrunden. Acht Spielrunden müsst ihr versuchen, euer jüngeres Ich zu schlagen. Gewinnt ihr eine Runde, perfekt. Verliert ihr eine Runde, ziehen wir euch von euren 18 noch verbleibenden Versuchen einen ab. Ihr habt allerdings für 8 Spielrunden einen Joker, den ihr einsetzen könnt. Das heißt, ich stelle euch ein Spiel vor und ihr sagt, oh Gott, nee, das schaffen wir nicht. Dann setzt ihr den Joker ein und wir überspringen diese Runde. Konzentrier dich jetzt direkt auf Spiel Nummer 1. Du hast es vorhin heraufbeschworen, es ist da. Wir spielen UNO. Und zwar nach den bekannten Regeln des UNO-Generalsekretärs. Oh, der war aber gar nicht so schlecht, fand ich, ne? Nee. Okay. Und zwar keine Jakob-Lund-Regeln, sondern auf eine Plus 2 geht auch nur eine Plus 2, keine Plus 4 und auf eine Plus 4 keine Plus 2 und ansonsten ist es selbsterklärend, okay? Zwischendurch werden sich keine gesonderten Regeln ausgedacht. Und von unseren Junioren spielt der Klaas. Du darfst dich schon mal hier hinstellen. Und von euch beiden spielt wer? Bitte? Joker. Komm, wir machen. Also Joko Senior gegen Klaas Junior. So. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. So, ich decke die erste Karte auf. Und der liebe Klaas Junior beginnt. Uno, ich wünsche mir die. Einfach Uno. Uno, letzte Karte, ne? Ja. Genau, super. Machst du super, Klaas. Ich kann nicht. Uno. Wow! Sehr gut gemacht. Ja. Glückwunsch.
Glückwunsch. Ihr habt die erste Runde gewonnen gegen Klaas und Joko Senior. Ihr habt immer noch einen Joker, den ihr einsetzen könnt. Dann überspringen wir eine Runde, ansonsten machen wir einfach weiter. Wir kommen zu unserer nächsten Spielerunde, Nummer 2. Und das ist unser Sprintduell. Und zwar muss gesprintet werden von dieser Seite des Studios über die gesamte Strecke bis hinten über die Ziellinie. Ihr könnt richtig, richtig schnell laufen, weil wir dort hinten Ibo und Tom stehen haben, die fangen euch auf. Also ihr lauft nicht ins Publikum rein, die halten euch auf. Joko startet gegen wen? Warum ich? Nein, Joko. Ach so. Joko Junior, ich sag Joko Junior. Joko Junior, du bist schneller. Joko Junior gegen Klaas Senior und ihr geht bitte auf Tiefstartposition. Also ihr wisst genau so. Oh, sag mal. Da kriege ich jetzt schon Angst. Tut mir beide den Gefallen. Geht mit den Füßen hinter die Startlinie. Sehr gut. Und auf mein Kommando lauft ihr los. Seid ihr bereit? Erst bei meinem Startsignal dürft ihr loslaufen. Sollte einer einen Frühstart hinlegen, starten wir nochmal. Auf die Plätze. Fertig. Und das hat Klaas für dich entschieden. Wir brauchen eigentlich einen Versuch. Das ist aber so unfair, weil ich doch gesagt habe, du bist der Schnellere von uns. Absichtlich. Wir haben nur noch 17 Versuche, was soll ich machen? Nein, das geht ja darum, dass ihr euer Bestes gebt. Gebt ihr nachher ein Eis aus, aber das muss jetzt... Wir kommen zur nächsten Runde, kommt bitte mit. Und zwar dürft ihr jetzt an der Spielekonsole zocken. Und wir sehen schon, wer ganz begeistert ist. Klaas setzt sich hin. Ihr müsst jetzt gegeneinander ein sehr bekanntes Spiel spielen. Ja, kann ich. Es ist Mario Kart, ne? Ja. Genau, Mario Kart. Aber ich will mir zumindest nehmen. Okay, Joko... Warte, ganz kurz. Ich erkläre euch das. Joko gegen Klaas Junior. Ihr spielt 3 Runden. Wer also diese 3 Runden schneller absolviert, gewinnt dieses Spiel. Ihr habt die gleichen Autos, kleinen Voraussetzungen, alles identisch. 3 Runden. Gut. Du bist grün, Joko ist rot. Und jetzt Kickstart. Und jetzt los geht's. Oh, und direkt übernimmt Joko die Führung. Hey, aber ich bin unten. Aber Klaas Junior. Ich bin unten. Boah. Oh nee, Klaas Junior hat mittlerweile die Pole Position eingenommen. Alter. Und er sammelt Goldmünzen und rast über die Hindernisse hinweg. Wird das einfach oder wird das eine Herausforderung? Er hat eine Banane geschmissen. Ah nein! Oh, er fährt rein. Oh, und mittlerweile baut Klaas Junior seinen Vorsprung aus. Oh, das ist fast so einfach für Klaas Junior. Nein! Ah, oh, und stehen geblieben. Die Chance für Joko. Du siehst den Ball hinterher. Schieß ihn ab. In der zweiten Runde von 3. Ja! Führungswechsel. Joko liegt knapp vorne. Oh, da kommt Klaas. Das ist für mich alles ganz immer noch. Ein leichter Vorsprung. Jetzt geht's auf die Zielgerade. Mit dem Segelflieger. Hasse ich mal, wenn man vorne ist, kriegt man nur Scheiße. Oh. Nein! Nein! Sehr gut eingesetzt. Oh! Den Pilz. In der letzten Runde Führungswechsel. Klaas liegt vorne. Aber Joko kann ihn sehen. Oh. Und setzt sich selber außer Gefecht. Hast du deinen Eltern erzählt, dass du trainieren musst die letzten Wochen? Sollte jetzt nichts mehr passieren, dann wird es ein deutlicher Sieg für Klaas Junior. Er kann sich nur noch selbst ausschalten. Oh. Er hebt ab. Er fährt mit Banane ins Ziel. Und es ist entschieden. Wir machen weiter und kommen zur nächsten Runde. Und da kommen wir zu einer klassischen Mathe-Sachaufgabe. Oh nein. Und zwar Niveau Klasse 5.
Ich bin gerade in Klasse 4. Wir sind gar nicht so weit gekommen. Ich rechne alles. Dann seid ihr immer noch zwei Klassen über den anderen beiden. So. Ihr bleibt hier, Joko und Klaas auf der Seite. Ich stelle euch eine Sachaufgabe. Ihr könnt die zusammen lösen, Klaas. Jetzt könnt ihr zusammen spielen. Ich bin nicht sicher. Alle Joko und Klaas. Wenn ihr die richtige Lösung habt, schreit sie raus. Ist sie richtig? Also. Gewonnen, wenn nicht, verloren. Seid ihr ready? Die Aufgabe lautet, oh Gott. Im Haus der Familie Joko soll eine neue Treppe zum Geldspeicher gebaut werden. Klaas misst nach. Der Höhenunterschied zum Geldspeicher beträgt 3,5 Meter. Leider steht aufgrund von Jokos vielen Preisen nur wenig Platz zur Verfügung. Deshalb muss jede Stufe 0,27 Meter hoch sein. Berechne, wie viele Stufen Klaas für Joko planen muss. Los geht's. Da steht sie nochmal, die Aufgabe. Könnt leise, laut rechnen. Ich brauche ein richtiges Ergebnis. Ich habe keine Ahnung. Wir können aber auch zusammen das machen, ne? Klaas Senior, willst du helfen, oder? Nö. 10. 10 ist richtig. Ja. 27. ist 0,35 und 3,5 Meter. Also bei diesem Spiel kann man irgendwie nur verlieren. Entweder Punkte oder Sympathie. Ja. Und ich bin ganz überrascht, dass ich das lösen konnte. Ihr habt keinen Versuch gebraucht. Willkommen zur Runde Nummer 5. Nehmen Sie das, Herr Fels! Du bist dein Mathelehrer? Ja. In der Grundschule? Nee, im Abi. Es geht weiter. Kommt bitte mit, alle Klaasens und Jugo. Das kann ich Jokos. Nicht, ich hab die Schulter kaputt. Entschuldigung, es tut mir leid. Das schafft mein Gehirn auch nicht mehr. Es geht jetzt ums Abhängen. Und zwar, wer von euch länger an der Stange hängen kann, gewinnt. Joko Junior, warte doch mal. Warte, du möchtest das gerne machen. Das finde ich gut. Hier haben wir den Tritt dahin gegeben. Ich nehme den danach weg. Du fällst dann circa 30 Zentimeter. Denk. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Du bist wie ich. Das ist ja verrückt. Joko Junior gegen Klaas Senior. Wer länger hängt, hat gewonnen. Auf die Plätze, fertig, los. Oh Mann, ey, ich bin so dick. Und du wiegst 11 Kilo. Das ist ja nur ein Spiel. Meine Hände sind verschwitzt. Also nur noch mal für euch, ihr habt auch immer noch einen Joker. Joko und Klaas. Ach ja, stimmt. Ich wollte das nur sagen, nicht, dass ihr das ist Spiel durch... Nummer 4. Das ist Spiel Nummer 5. 5. Runde 5. In Spiel 5. 8 machen wir, richtig? Ja. Ne? Was? Ich hab schon gemerkt, dass nicht mehr ging. Was zum Teufel? Das war die letzte Technik, wie ich noch länger dran hängen kann, aber es ging nicht mehr. Das ging nicht mehr. Guck das mal an. 15 Versuche habt ihr noch. Ach, Mann, ey. Wir kommen zu Runde 6. Ich wieg 85 Kilo, was meinst du, wie schwer das ist? Runde 6 wird wieder hier am Tisch gespielt und zwar bekommt ihr gleich jeweils ein Klemmbaustein-Set. Wartet, noch nicht? Joko Junior? Noch nicht? Das besteht aus 10 Teilen, es gibt eine Anleitung dazu und eure Aufgabe ist es, das ganz schnell zusammenzubauen. Wer es als Erste schafft, gewinnt. Das Set befindet sich unten drunter. Auf mein Kommando zieht ihr es raus und legt los und bitte jetzt starten. Wenn ihr fertig seid, sagt ihr fertig. Dann checke ich das nochmal gegen. Nein, ich muss die Rücken an Rücken. Ja, oh. Fummel. Fertig! Fertig! Oh, okay. Sehr schnell. Wollen wir erstmal sehen, ob das richtig ist? Ein kleines Vögelchen. Ich habe hier eins
in meiner Tasche. Ich vergleiche das Ganze. Abracadabra. Es ist absolut richtig. Juhu, wir hatten einen Vorteil. Wir haben so kleine Hände, die konnten zusammen bauen. Das hat aber nicht funktioniert. Wir ziehen euch noch einen Versuch ab. Ihr seid bei 14 Versuchen. Man muss natürlich sagen, die hatten einen Vorteil, die haben viel kleinere Hände als wir, deswegen konnten die zusammenbauen. Achso, ja, okay, bei ihr beide, das stimmt, das ist ja absolut. Wir kommen zur nächsten Runde, Nummer 7. Was hast du gerade gemacht? Ich habe auf die Schulter geklopft. Er hat mich gedemütigt. Wir kommen jetzt zu einem Spiel, zu einer Runde. Und das ist das Lieblingssportliche Spiel von Onkel Klaas. Fußball? Das heißt Robben. Und zwar müsst ihr von hinter dieser Linie über, mit dem gesamten Körper, über die andere Linie rüber robben. Mari. Wer ist da? Kannst du das mit deiner Schulter? Ich versuch's einfach. Ich bleib hier sitzen, wenn das okay ist, ja? Ja. Das ist die 7. von 8 Runden. Bau das mal zu Ende. Joko Junior. Hey, warte mal ganz kurz. Joko Senior. Ich möchte kurz noch eine Unterhaltung mit dir führen. Da vorne liegen noch Hula-Hoop-Reifen. Ja. Habe ich schon gesehen. Joko. Könnte sein, dass wir die gleich brauchen. Ich kann keinen Hula-Hoop. Ich auch nicht. Okay, dann robbe ich. Dann nehmen wir die als Joker runter. Würde ich sagen. Also ich würde sagen, dass du, also robben würde ich, ist jetzt erstmal was, da muss ja, ja, gut, dann hätte ich gedacht, wenn wir mir das hätten ersparen können, das Robben, wäre ich jetzt nicht undankbar aber gewesen. Ich bin, aber ich bin seit vielen Jahren im Hula-Hoop-Verein. Ja. Ich mache ja auch Zumba. Aber mit dieser Runde ist dann auch Schluss, weil ihr setzt ja den Joker dann sicherlich für die Runde Nummer 8. Seid ihr bereit? Auf mein Kommando. Achtung, fertig, los. Es sah super aus. Es sah wirklich super aus. Aber das war kein Robben. Guckst du dir nochmal an? Irgendwann hast du dann auf dem Weg gesagt, oh, guck mal. Na, ich hab halt gesehen im Augenwinkel, wie schnell die weg waren. Ja, ist okay. Aber was für eine irre Technik. Also so, als würdest du, wie so ein Tier, was zurück ins Meer rennt. Irgendwie. Gut. Das bedeutet aber, wir müssen euch einen Versuch abziehen. Weil das war kein klassisches Robben. 13 Versuche bleiben euch noch. Klassisches Robben. Joko und Klaas Junior, vielen herzlichen Dank für eure Unterstützung. Das war es mit diesem Spiel. Ihr habt euch sehr, sehr gut geschlagen. Dankeschön. Vielen Dank, dass du da warst. Der Joker wird eingesetzt für die letzte Runde. Dankeschön, hat Spaß gemacht. Ihr habt eine großartige Karriere vor euch. Das ist euer Applaus, hört mal ganz genau hin. Nur für euch. Vielen lieben Dank. Pass auf euch auf. Tschüss, ihr beiden. Tschüss. Cool. Das wären die Hula-Hoop-Reifen gewesen am Ende, ne? Wer hält den am längsten im Kreisel um den Körper? Das ist ja schön, dass wir uns das hier alle erspart haben, ne? Wir gucken uns trotzdem einmal an, was ihr bis hierher geschafft habt, beziehungsweise nicht. 6, 2, 4, 5, 5, das sind die Fehlversuche. Abzüglich auch noch der 15, die ihr eingesetzt habt. Könnte sehr spannend werden. Bei 13 Versuchen, die ihr noch habt für das nächste Spiel und vor allen Dingen für das Finale.